Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Bevor das Video anfängt, erst ein riesen Dankeschön für das Jahr 2023. Euer Support war unglaublich. Ihr seid die Besten. Jetzt lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal kostenlos. Viel Spaß mit dem Video. Hier sind die Geschenke. Hier ist ein Geschenk, da ist ein Geschenk, da sind Geschenke, da sind Geschenke. Und wir fangen jetzt an. Wer ist denn der Erste? Genau. Falls es technisch jetzt ein bisschen kracht, die Cam hat irgendwie schon Spacken, also wir kriegen es nicht ganz hin. Wir verschenken jetzt Geschenke. Jeder immer abwechselnd eins. Ich glaube, hier träumen manche rein, manche haben sich was dabei gedacht. Erstmal wird jetzt einer beschenkt. Ja, einer wird beschenkt. Einer wird komplett beschenkt? Von jedem Einzelnen und dann wieder der Nächste. Melle anfangen. Habt ihr? Ich habe was für Melina. Ich habe auch was für Melina. Dann können wir mit Melina anfangen. Okay. Ja. Echt? Ja. Ja. Klar. Wie cool. Sollen wir anfangen bei Melle? Sollen wir anfangen bei Melle? Dann lass bei Melina okay. anfangen. Okay. Doch, dann fangen wir Melina an. Also Melina, ich habe hier zwei. Warte, ihr Gedicht fehlt. Dein Gedicht fehlt, stimmt. Du musst mit deinem Gedicht. Irgendwas oder eine Rede oder so? Irgendwann eine Rede. Okay, ich kann einen. Du musst was Nettes sagen. Gib ihm mal das Mikro. Nein, ich sag ein Weihnachtsgedicht. Du kennst ein Weihnachtsgedicht. Also das ist so der Klassiker, das kennt jeder. Okay, lieber guter Weihnachtsmann, schenk mir einen Schokoladenmann. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wo kommt dieser Zoom her? Wait! Ey! Was passiert? Du weißt nicht, was los ist. Er weiß immer nicht, was los ist. Also ich fange an mit meinen Geschenken, Melle. Die zwei Sachen sind für dich. Ich hoffe, du freust dich drüber. Ja, ich freue mich sehr. Danke. Frohe Weihnachten. Mein Geschenk von Melina kann man nicht verpacken. Es ist nämlich ein Friseurbesuch. Die Schabbande. So, mach mal auf den Lachs. Auf jeden Fall voll schön eingepackt. Danke. Habe ich gezahlt für. Nee, habe ich gezahlt. Das ist ein... Montane. Paris Montane. Kenne ich auch sogar. Das ist crazy in love extra. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, ich kenne den Duft. Das ist ein Darmduft? Ja, das ist ein Darmduft. Kann ich da nicht auch mal ran? Nee. Nein, das ist meiner. Ja, kann ich da auch mal ran? Sieht wirklich gut aus. Ich rieche. Und das ist eine Empfehlung von der Dame, von Nico. Wirklich gut. Ehrlich, das riecht so teuer. Mhm. Yes. Eli wird sich neu verlieben. Ey, ich mach ins Gesicht. Ich sag euch ehrlich, riecht gut. Wenn die mein Geschenk aufmachen, denken sie, es geht nicht, es geht um die Geste. Es geht nur um, also, weißt du? So, was haben wir da? Luftkerze? Echt? Ja? Stark. Oh mein Gott. Das ist sogar gut für die Wohnung. Ja, für die Wohnung, genau. Das sind sogar richtig krasse Duftkerzen. Ab einem gewissen Alter freut man sich über Duftkerzen. Ja, ehrlich, das ist wirklich. Na, ich ja auch cool. Mittlerweile, du. Ja, ehrlich, ich meine. Ich habe letztens zu dir gesagt, ich soll diese Duftstäbchen auch holen. So eine Kerze, was für ein Geruch? Die habe ich mir in deine Richtung genommen, extra. Yeah? Ja? Ja. Ist da Vanille? Es riecht nach Vanille. Oder ist Intens Kaffee? Intens Kaffee? Super. Vanille-Kaffee? Riecht aber nicht nach Kaffee, aber riecht gut. Nico, sehr süß. Sehr schön gemacht, Nico. Sehr schön. Sehr schön. Bravo. Sehr süß, sehr süß. Stark. Nein. Sehr süß. Und bei Sydney muss man sagen, er hat jetzt random Sachen geholt. Ne? Guck mal, Melle ist ja was anderes wegen Frau. Ja. Achso. Da kann ich nicht so random holen. Also diese Verpackung heißt schon mal was richtig Gutes. Ja. Weißt du, was ist das? Ich weiß es auch. Was ist da drin, Alter? Ne? Das ist... Nein, das ist ein Diamant. Richards. Ja. Richards. You, my boy. Also dann ist so ein Set. Und hier, da ist Rose. Da ist eine Rose drauf. Noch mehr Duft. Das sind die Duftstäbchen? Yes, die wurden gerade gecallt. Und dieses Peeling. Also ich will keine Werbung. Körperpeeling? Aber dieses Peeling von Richards ist richtig gut. Und mein Altes ist gestern Abend leer gegangen. Quasi Eli wurde auch beschenkt. Ja, das ist wirklich OP. Okay. Weil dann kriege ich ja gleichzeitig auch immer was. Was ist das? Cartier? Wow! My boy is balling! Jetzt keine Kette oder so erwarten, ne? Armring. Was ist das? Yes. Was ist das für eins? Ja. Ist das für Frauen? Ja, ich weiß. Was ist für Frauen? Ja, das haben wir beide auch. Das ist gut. Warum auch meine? Und dann machst du so tuk tuk tuk. Helikopter so? Ja, genau. Das
riecht da, richtig. Darf ich mal? Ja, das ist unser Duft. Mhm, das ist unser Duft, ja, geil. Ja, geil. Ja, den habe ich noch nie bei euch das gerochen. Das ist Dubai. Wir haben viele. Das ist euer Dubai-Duft. Ja. Den habe ich noch nie an den gerochen. Wie heißt der Duft? Der heißt? Le Panther. Le Cartier La Panthère. La Panthère. Okay. Sehr gut, Fretter. Guck mal, bei mir, ich habe mir sogar was dabei gedacht. Okay. Das ist sogar crazy, weil ich weiß aus L.A., sie wollte das haben, aber wir hatten keine Zeit dafür. Pandora? Und dann hat sie gesagt, sie holt sich das in Deutschland. Durek? Das Parfüm, ich weiß, das gab's am Hauptbahnhof. Ich glaube, er meint, ich weiß, was er meint. Ey, ich fühle mich, als hätte ich dass du dir das gemerkt hast. So cool. Stell vor, jetzt so ein 10-Gramm-Baggy. Stell dir mal vor. Das ist crazy. Ah, oh mein Gott. Ah. Das ist das wirklich. Hast du das gemerkt? Digga, wie hast du dir das gemerkt? Tough one, my brother. Oh, oh mein Gott, sehr cool. Ist es der? Ist es der, den du wolltest? Ja, riecht richtig gut, ja. Ja, okay. Lord. Tough one, yay. Wir waren in Los Angeles und sie wollte sich was holen, aber dann haben wir das irgendwie vergessen. Wir haben es nicht mehr geschafft. Wir haben es nicht mehr geschafft. Ich wusste, dass der von Prada ist, aber ich wusste auch nicht mehr, welcher Duft es ist. Ja, ne? Aufmerksam. Ich habe den auch nicht gesehen. Aber es gibt so einen Duft, den so alle Frauen so bei Prada dingen und das ist der gewesen. Das ist der, ja. Milano, wir haben gestern darüber geredet, wir oder? Wir haben darüber geredet. Ich weiß, wir haben gestern darüber geredet. Auch gut. Roach. Ja, nee, Hauptbahnhof scheiße, ne? Hauptbahnhof scheiße. Hauptbahnhof ne? Crazy, Digga. Hauptbahnhof, da bin ich aufgewachsen, Jungs. Von ein bisschen Ganja zu ein bisschen Parfüm. Mhm. Ehrlich stark, ehrlich stark. Musti und Koray, ganz wichtig nochmal, ne? Also, ich kann euch nachher auch nochmal was geben. Ne? Also, bei mir ist oder mein Jaro. Auch. Ja, ich würde ihm mein Jaro geben. Aber es war spontan, dass sie hergekommen sind. Mein Bruder Chat, kommt vom Herzen. Weil sie am Anfang erstmal gesagt haben, sie sind bei ihrer Familie. Aber sind sie dann doch nicht gewesen. Wir haben am Freitag gefragt, wer ist alles dabei. Eigentlich war ja Eldos geplant, das konnte dann doch nicht. Und die beiden konnten nicht. Also, und dann war es spontan, dass sie hier waren. Und es war alles zu. Also ich wusste, Hauptbahnhof war stark. Wo hast du das denn geholt? Bei Douglas? Douglas, ja. Hauptbahnhof ist das Einzige, was aber ich wusste bis dato nicht, dass er kommt. Musti hat ja erst gesagt, dass er heute kommt, wo wir hier waren. Waren wir schon hier. Dann lass bei Roach weitermachen. Dann würde ich wieder anfangen. Dann fang an. Wollt ihr erstmal uns Rot was vorlesen? Ja, du musst was vorlesen. Ja, sag. Ach so, ein Gedicht? Ja. Schön, dass wir alle zusammen sitzen. Ja. Ich muss auf Klo, ich muss pissen. Sehr schön. Feiern wir heute den schönen Tag. Und Weihnachten ist das, was ich mag. Hey, bravo. Sehr schön. Sehr schön. Das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben Geschenke bekomme. Weihnachtsgeschenke. Weil Ausländer. Ich hoffe, du freust dich. Oha! Auch ein Parfüm. Ja. Ja. Echt? Ja, nee, ich bin weniger wert. Nee, scheiße, ne? Paris Montales OP. Das ist es Arabians? Nee, das ist mein Tonka, ja. Das ist quasi Rohr, das teile ich. Das ist mein Alltagsparfüm. Das ah. ist, wenn du es probierst, sehr schön. Oh, das passt zu meiner Kerze? Ja, das ist das gleiche, das Duft, ja. Ein, zwei, bap, bap. Boah, das riecht voll nach Willi, Dicker. Mhm. Echt? Das riecht voll nach Willi, Dicker. Das ist Willi. Das ist Willi, Dicker. Intens Kaffee. Ja. Ach, das ist wieder so ein Kaffee-Ding. Ja. Bro, das ist einfach Willi. Boah. Wow. Sogar mit einer... Tschüschlan. Was ist das? Ah, das sind so diese Stäbchen, die man da so reinpackt. Genau. Oder die sind OP. Yeah. Das haben wir in ich glaube, ich kenne die sogar. Ja. Und dann ist hier ist eine Kerze. Das ist mein Lieblingsduft von denen. Fürs vermochte Gaming-Zimmer. Das heißt Ember-Tipp. Oh, und was ist das? Ist gut. Oder Kiefer oder so? Was heißt das? Das ist Raumspray. Ja. Ist gut. Ist auch gut. Ich bin ein riesen Fan von so Raumdüften. Rituals ist so OP. Digga, Rituals, also an alle da draußen ist kein Placement. Ich würde aber eins nehmen. Ich würde auch ein Placement nehmen, tatsächlich. Also es ist richtig geil, wenn ihr so reinkommt in eine Wohnung und es Duft. Riecht so geil. Schön. Und die machen richtig gute Düfte. Ja, 100%. Aber die haben auch gute Cremes, alles mögliche, Shampoo. Okay. Auch so auf Toilette und so. Danke, sowas. Bro. Gut, dann gebe ich jetzt Roach meins. Ich bin gespannt. Ich hatte richtig Struggle beim Kaufen, ne? Ich weiß nicht, was ist. Es könnte ein Fell geben, sage ich jetzt schon mal. Der Botschafter des Vertrauens. Bäh. Nein. Bäh. Ich war mir nicht sicher. Danke, Grojo, große Augen. Und dann warst du bei Douglas? Ich war mir nicht sicher, Digga. Bei den Größen ist ja der Urwirt. Ja. Die haben nicht L und XL oder S oder M. Ja. Die haben verschiedene, das ist anders. Bei das ihm ist es meistens Zelt, und dann, ne? Und dann haben die auch noch so, das, was hier drin ist, das ist nicht in normalen Größen gewesen, sondern das ist so ganz komisch. Guck mal, wer es aufmacht. Oh mein Gott. Ich war mir nicht sicher. Oh. Ich war mir überlegen, das sogar zu kaufen. Ja, weil du viel Geld hast. Bitcoin ist.
Du weißt es, ne? Ne, wusste ich nicht. Das ist, es gab eine Kollektion mit Balenciaga und Bitcoin und ich glaube, das ist die. Und ich war mir das sogar überlegen zu kaufen. Boah, weil du viel Geld hast. Wegen Bitcoin, weil du... Ja, ich war wirklich. Ich find's cool. Ja? Ich find's wirklich cool. Ja. Ich schwör, ich find's cool. Shit, man! Ich hoffe, es passt hier, ne? Es war, das war voll natürlich der Kampf mit cool. Hier. Ja. Mit Größe. Nein, cool. Das passt. Das also passt 100%. Danke, Bro. Was ist das? Was ist das? Auch wieder, Parfüm ist Klassiker, ne? Ja, ja. Parfüm ist aber auch OP. Inito Parfums Prives. Klingt reich. Bruder, doppelt ja. Eingepackt. Zeig mal her. Ja, super. Bruder, Parfüm. Das hast super. Nein. Bruder, doch bitte auch. Das ist sass. Das ist low-key sass sogar. Super, den habe ich auch zu Hause. Nie gesehen. Sehr Bruder, intensiv. Oder der ist eingepackt wie ey, Skrilla bei sehr intensiv, aber sehr geil. Sieht so klein was? Das Ding kostet 260. Ja. Ey, hast du das auch zu Hause? 300 oder so kostet die Scheiße. Ey, klein. Echt, super ja. Duft, wirklich. 350 Milliliter? Was ja. Riecht nach Sydney, ja, los? 90. Okay, Roach ist fertig, ne? Sydney muss was aufsagen. Das Weihnachtsfest von Theodor Storm. Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte. Ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenweide steigen Düfte und kurzen Heile weit die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre ferner Kirchenglocken in märchenstiller Herrlichkeit. Sag's nicht. Also, wollt noch einen? Okay. Ein frommer Zauber hält mich nieder. Mama! Anbetend, staunt muss ich stehen. Es sinkt auf meine Augenlider. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen. Yeah! Wish, my boy! Nigga! Make some fucking noise for my boy! From the States! Okay, wer fängt an? Ja, ich würde einfach wieder einen Anfang. Ja, dann fang an, den Nachts. Bei Sydney habe ich mir sehr viel überlegt. Ein sehr individuelles. Ich fand's bei ihm auch nicht so einfach, ne? Angefangen. Sehr gut. Das ist ein Dab. Das musst du dir irgendwo hinstellen. Das damit ist krass. Was? Digga, wie viel ich von Cars geschenkt auch von meiner Familie. Ich ja. Habe gestern Cars-Bettwäsche schon wieder geschenkt bekommen. Ja, weil du es aber auch so zelebrierst. Du zelebrierst es halt auch. Zu Recht. Das noch mit einer extra Weihnachtskarte. Peterwelt. Ja. Habe ich extra zeichnen lassen. Echt jetzt? Ja. Alter, wo warst denn du? Ich war lange unterwegs. Digga, ich habe 17 Parfüms an mir drauf, ne? Was ist das? Für Ronaldo. Ein T-Shirt. Balenci? Boah, das ist auch cool. Was ist das? Das ist auch cool. Ich hab mir gedacht, Opium so ein bisschen diese dunkel, lockere. Diese lockere. Nee. Ja, das ist cool. Siaga. Ich muss aber dingsen. Ich muss sagen, das, was ich jetzt sage, ist für euch drei. Das ist unser, ich habe ein Geschenk für uns ja, hier ja. Zusammen. Ja, ja. Und zwar ist es... Krass. Nee, es hat was mit sogar mit Content zu tun. Oh Gott. Und zwar... wollten wir in Amerika unbedingt zu einem Skistand? Und ich habe. Ich will nicht. Ich hab so einen Gutschein geholt für uns vier, dass wir bei Jochen Schweizer so ganz viel Scheiße machen können und das streamen können. Oha, das ist wirklich cool. Ja. Das aber ist cool. Was hat das mit einem Skistand zu tun? Ja, da kann man auch schießen. Ja, weil wir da so verrückte Sachen machen wollten in Amerika. Kann man auch schießen? Du kannst sogar einen Alpaka machen. Oha, das ist wirklich cool. Und da können wir einen Stream von da machen. Das ist geil. Da kann man so ganz viel. Bro, kann man Fallschirm springen, Bro? Das ist wirklich geil. Ich würde gerne Fallschirm springen. Bruder, an welchem Hauptbahnhof? Digga, an welchem Hauptbahnhof warst du? Bruder. Digga, welcher Hauptbahnhof hat denn. Wer hat dich bedient? Kanye? Ich glaube, da ist ein Affe drin. Na, zeig ihn. Zeig. Ja, scheiße. Ich kann es nicht vorstellen. Ich auch. Doch, zeig ihn in die Kamera und lächle. Was ist das? Ja, ey. Der ist von Bali. Das ist ja, ja. Der ist von Balenciaga, Bro. Warum kriege ich den? Sag mal. Alter, der hat voll die krasse Konsistenz. Und dann packst du ja noch ein Amazon aus Mitleid mit rein? Ja. Alter, das hat voll die coole Konsistenz. Der ist cool. Guck mal, weißt du, was meine Überlegung da war? Ich habe mit dem oft zusammen gestreamt und er ist so einer, der so viel so rum mit den Fingern irgendwas macht und dann im Stream. Affe. Und dann habe ich im Stream das so auch. Ach, der ist nicht mehr neu. Der ist Nee. Der lag bei mir irgendwo in der Ecke. Das ist sehr geil. Dann habe ich. Ja, yeah, aber ich hab mich schwer getan, den abzugeben, weil ich auch sehr gerne an dem gespielt habe. Aber wenn man den... Ja, sehr geil. Machen wir nochmal. Ja, ja. Und da ja. Ist auch über ein Huni drauf. Checke. Hau mal nochmal nach auf den Boden, dass du das demonstrierst. Ja, ich checke. Gib ihm mal. Ja, ich checke. So, Kind wollte PS5, aber kriegt keine PS5 Buch. Zu Weihnachten. So fertig. Digga, mit Balenciaga-Dings ist harter Dings, ne? Ich dachte, das wäre irgendwas von Balenciaga. Ey, hier, Kartoffeln! Yes!
Ja, aber Pantoffeln, so viel zu Hause. Dann will ich dir passen, dass du Jammer hast. Was ist das? Weil du doch gerne badest, du musst oh Gott. Shea Butter? Und danach ist deine Haut wie ein Babypopo. Shea Butter benutzen viele Afrikaner. Danke. Shea Butter. Ja? Das ist so schütteln, das ist so mit Milch und. Nein, ich kenne mich damit aus. Also zum Baden, oh geil. Das ist geil. Ja, sie hat ja gesagt, bade, weil du auch badest. Tag. Badeschaum! Für Schlafmützen? Ja, Badeschaum, das ist auch gut. Ein Faultier drauf? Das ist auch gut. Wirklich, der Mann ist in der Badewanne gewachsen. Badeschaum, jeden Tag sehe ich irgendwelche Badewanne. Er macht immer iPad und dann Anime, irgendein Stream oder Anime. Und dann freut er sich, wenn er gebannt wurde bei mir oder bei irgendjemand anderes und macht davon dann auch noch meine Story. Oh, ich glaube, das ist der Weihnachtsmann. Gerade aktuell immer Erkältungsbäder. Baden, Eddos schreibt Baden. Ja, ich schwöre, also zieh den zu Hause an. Sage ich, ist ein W. Pyjamas sind so. Da musst du auch nicht immer mit deiner Unterhose da. Sonst bin ich immer kurze Hose, weil lange Hose ist zu heiß. Aber die so hat ist leider gut. Nicht das passende Oberteil. Gut, Eligello. Deswegen meinte ich, das wäre vielleicht ein Fail, weil da war ein T-Shirt für dich und das andere für ihn, aber deins war richtig. Achso, ich krieg auch noch was. Ich dachte, das ist zu Ende. Von Eligello. Chef, jetzt auch so ein Dings drin. Danke. Ich weiß aber nicht, ob du die Farbe feierst, aber ich glaube schon. Ich feier eh alles. Ich glaube auch, das sieht gut bei dir aus. Ich kann alles rocken. Ich weiß, wie es ist. Schöne Farbe. Ja, hinten ist es. Ist blau mit gelb. Super. Krass. Super. Balenciaga Crypto. Ich bin reich ist jetzt. Ist das Krypto? Ja. Und für dich dachte ich, wäre schwarz besser, weil du trägst eher schwarz. Ich trage eh alles. Sidney ist ein gut aussehender Mann, den shit alles. Okay, Willi ist dran. Ich habe was vorbereitet. Hast du was vorbereitet? Ja. Okay. Hallo. Was war das für eine krasse Fahrt hierher? Oh mein Gott, er hat von Hangover. Ich schätze, deswegen nennt sich das hier auch Berlin City. Sin City. Ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich sehe mich selbst als Lonesome Rider. Ich sehe mich selbst als ein einsamer Wolfsrude. Das ist ein Hangover. Aber als mein Bruder Sidney ankam, wusste ich, er gehört zu mir. Und mein Wolfsrude ist um eine Person gewachsen. Also waren wir zwei. Wir waren jetzt zu zweit in dem Wolfsrude. Ich war anfangs, allein in diesem Rude. Und danach ist Sidney dazu gestoßen und vor 6 Monaten Eli. Euch vorgestellt hat, dachte ich, warte kurz. Ist das echt möglich? Und jetzt weiß ich es ganz genau, dass noch 2 weitere Jungs in meinem Wolfsrude sind. 4 Wölfe jagen zusammen durch die Wüste. In Berlin auf der Suche nach Stripperin, Kokain und Money. Deswegen bringe ich heute einen Toast aus. Merry Christmas. Ja, schön gesagt, Bruder Herz. Sehr schön. Gut, Eligello fängt an. Ich habe 3 Geschenke. Das erste ist ein bisschen lockerer, aber du musst mir versprechen, dass du damit spielst. Okay, also ist es. Kann ich andere mitspielen? Das nächste: FIFA, deine Call of Duty, dein Fortnite, dass du an mich denkst. Du musst es. Ne, das ist was Kleines. Und zwar habe ich hier einen entspannten Controller für dich. Aber du musst ihn spielen. Ja, natürlich spiele ich ihn beim Bruder. Du musst damit spielen. Das ist erstmal ein lockerer PS5-Controller. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Lachs. Danke. Ja, also. Ich sag das jetzt schon das Beste, weil damit werde ich auch von dir Geld abholen. Ja, damit wirst du was holen. Digga, du hast übertrieben, logisch, oder? Ist eine Brille oder was ist das? Parfüm. Oh yes, good job. Sehr gutes Parfüm. Imagination? Okay. Fleur de Dessert. Hab ich auch, gut. Super Ding. Das ist ein super Parfüm. Vielen, vielen Dank, Eli. Du wirst ja, wenn der Flakon ist auch geil. Alles ist gut. Man kann es immer auffüllen lassen. Für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, wenn ihr euch einmal so einen Flakon holt, also wenn ihr den Duft holt, könnt ihr den immer wieder auffüllen lassen bei Louis Vuitton. Super Duft. Vielen, vielen Dank, Eli. Danke. Kein Problem, Bro. Kein Problem, Bro. Aber ich habe noch was. Nummer 2. Viel zu viel. Oha. Ich musste draufkommen. Also, damit ihr alle. Das ist viel zu viel. Ich krieg zweimal was. Also. Guck mal den. Parfüm, Louis Vuitton, Imagination. Okay. Mein Lieblingsparfüm. Also das ist so eher für den Sommer, Imagination. Ja, und das kannst du gut für den Winter, dann hast du für beide Jahreszeiten. Ich? Nee. Hast du denn, das riecht so voll frisch nach dem... Ich kenne den, aber ich war nie bereit, mir den zu holen. Das riecht so voll frisch. Das ist der einzige Sommerduft, den ich mir vielleicht mal fast geholt hätte. Der ist geil. Also auch an die Zuschauer da draußen, falls ihr nach einem guten Sommerduft guckt. Der ist zwar ganz schön teuer, aber das lohnt sich. Der ist so, das riecht so wie frische Dusche. Ja. Achso, und das ist von Melli. Du musst es ihm geben. Ja, gibt's auch Pantoffeln. Pantoffeln. Ja, ihr lacht, Digga. Oh nein, nein. Es ist viel krasser, was jetzt drin kommt. Und das ist... Ich weiß es nicht. Und das ist eine offizielle Anerkennung. Oh mein Gott, was hast du ihm geschenkt? Was?
Das ist eine offizielle Anerkennung und das werde ich in die Kamera zeigen mit vollem Stolz. Oh mein Gott. Ich wollte dir einfach so ein Bart haben. Melina, das ist doch scheiße. Melle, ich sage vielen, vielen Dank. Bartöl? Bändigt Bart? Und kräftigt, pflegt intensiv, mildert Spannungsgefühle und mit Arganöl. Danke, Melle, sowas brauche ich, ne? Weil ich einmal die Woche das Ganze machen lasse und das weiß ich sehr zu schätzen. Dass du da aufmerksam bist und mich unterstützt bei dem, was ich vorhabe. Sehr, sehr, sehr lieb. Bisschen Schoki, für den Schoki. Muskelentspannung, weil ich Profisportler bin. Pantoffeln. Und ich habe eine ganz verrückte Vermutung, was das für ein Sport werden kann. Von uns drei. Ja, aber bei mir im Pyjama schmeckt das richtig geil. Ja, das wird ein Familiending. Ja, sehr gut. Digga, Pyjamas sind der Shit. Und jetzt. Es ist nur noch Geschichte. Mein Arsch in der Hose. Ja, geil. Super. Okay. Ihr seid vielleicht noch nicht auf der Vape so, aber das ist geil. Völlig vielen, okay. Vielen, vielen Dank, Melle. Sind völlig okay. Sehr, sehr, sehr lieb. Danke. Ich habe ja mein Main-Geschenk gesagt und alles andere ist so kleineres für jeden. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwas mit einem Affen bekomme, sage ich dir offen und ehrlich, lasse ich dich verschwinden. Also für dich auch halt. Kriegst du einen Bruder? So. Hashtag Amazon in den Chat. Yes. Prime in den Chat. Bruder, für dein Bart, Janne. Bruder, da gucken sie wieder blöd, ne? Bruder, du brauchst das Braun All-in-One-Style-Kit. Walla, Bruder. Stramm. Stramm. Ist stramm. Danke, mein Bruderherz. Kann ich vielleicht heute gleich mal ansetzen? Ja, wird wieder natürlich, Zeit, oder? Natürlich, Complete Style. Bruder, ich hab schon gesehen, das ist langsam zu lang. Du musst wieder links. Oder weißt du, was das ist? Damit spare ich Geld. Yeah. Lass das nicht mehr dem Friseur machen. Yeah. Sehr selber einen dran. Sehr schön. Danke dir, mein Bruderherz. Schön gesagt. Okay, thank you very much, my boy. Das ist, glaube ich, ein Duft. Yes. Sagt der, wir haben. Ersten was für dich. Ich liebe Düfte, ne? Also das muss man auch sagen. Ich liebe es gut zu riechen. Düfte ist komplett OP. Ja, ich liebe es gut zu riechen. Das hier ist was Exotisches. Was ist das? Rihanna's Lieblingsparfüm. Kilian, don't be shy. Das ist perfekt. Don't be shy. Verstehst du? For the girls. Deine Schüchtern? Don't be shy, ja. Ist es das? Don't be shy, baby. Don't be shy, baby. Don't be shy. Boah, das ist wirklich ein don't be shy. Danke. I'm happy and I'm very satisfied. Thank you very much, my friends. Ich hab kein Gedicht. Kannst du auch tanzen, oder? Nee, ja. Ich mach so. Also auf Real Talk, meine lieben Freunde. Digga, wo ist die Kamera? Ja, Digga, du bist der Shit. Also erstmal danke, dass ihr hier seid, ne? Und bei mir im Stream seid. Ihr hättet auch selber streamen können. Das ist sehr süß von euch. Ihr seid meine besten Freunde, die hier auch sind. Koray und Musti auch liebe. Aber ich bin nicht meine besten Freunde, aber ich bin trotzdem. Aber ihr seid trotzdem super, dass ihr Eli hier seid. Eliabe. Aber ich muss doch, schön, dass ihr hier seid. Aber Ruat im Urlaub gewesen, Sydney im Urlaub gewesen, Willi im Urlaub gewesen. Musti, du warst auch im Urlaub, ne? Aber diese sehr schön, dass ihr hier seid. Ich bin sehr dankbar, auch wenn wir ein bisschen Späße machen. Ihr seid meine besten Freunde. Bin immer für euch da. Melina auch schön. Nein, Spaß. Aber Melina auch sehr schön, dass du hier bist und dass wir zum ersten Mal hier eingezogen sind. Das ist nur so ein kleiner Gag-Stream, sage ich mal. Aber ihr seid wirklich meine besten Freunde, auch so in der Internetwelt. Euch würde ich alles anvertrauen. Ich bin sehr froh, dass wir hier sind und ein bisschen Spaß machen. Ja, das war's. Frohe Weihnachten. Soll ich mal anfangen? Okay, ich hab mir... War schwer? Es war schwer, aber mir war bewusst, du warst immer ein bisschen neidisch auf die anderen und hast immer ein bisschen schiefe Blicke gemacht. Und ich habe das ja auch gemerkt. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es an der Zeit. Wir nehmen dich auf. Nein. Oh mein Gott. Durek. Yo! Ja. Krass. Boah, geil. Also, das ist einmal ein goldenes Durek. Bin Gotti. Gib mir erstmal richtig die Hand, Mann. Gib mir das, like this. In it. Yes, welcome. Also es ist ein Durek, können wir die auch ummachen? Und im Pink sagst du? Ja, wegen Urus-Zeiten. Weißt du? Urus, damit hast du dein, im Pink hast du deinen ersten Urus so abgeholt. Diese Lock, ja. Und das ist Gotti in Gold. Und das ist wegen Gold. Ja, Gotti, wie Messi, hat ja auch dann die, weißt du? Einen. Und dann habe ich mir gedacht, es wird langsam Zeit, da ein bisschen was
Da weiß ich auch, was es ist. Was ist es? Du weißt, was es ist? Mason Miharu Yashuro? Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ja, ich weiß, dass du das nicht weißt. Ich hab gedacht, weil du eh classy bist und... Ach, Schuhe! Weißt du, was ich wichtig sogar. Ich hab Schuhe. Boah, ach, das cool. Sind Schuhe. Ich kannte die Marke nicht, ne? Ja. Aber ich hab die bei anderen immer gesehen. Ja, die, ich hab die auch. Sascha hat die auch und so. Und ich glaube, die würden auch sehr classy zu dir passen. Ist ja, ein cooler Schuh. Die sind classic. Yeah. Danke, Nico. Dankeschön, mein Bro. Die sind auch, ich mag sowas. So diese cleanen Schuhe, dass ich die auch immer diese schwarz-weiße, ja, genau. Ich mache nicht diese Experimente. Genau. Mit einem Fear of God Essentials Hoodie, die dann rocken. Nein? Kommt böse. Kommt böse. Kommt böse. Die kommt böse. Hast du bitter nötig? Habe ich bitter? Louis Vuitton. Hat er bitter nötig? Hä, was ist das? Wenn ich es bitter nötig habe? Also, war klar, wenn ich es aussuchen kann, das ist am besten zu dir. Ein Ring? Durek hast du schon. Schau mal vorne, kommt ein Parfüm raus. Ich weiß, was es ist. So, ja, okay. Jetzt check ich. Ah, ja. Es ist ein Portemonnaie, weil er mein Portemonnaie immer... Yes! Da ist immer noch so ein fetten Klumper, Alter. Endlich, ja. Es ist ein Louis Vuitton Portemonnaie, weil er immer... Ist es ein Portemonnaie oder ja, so ein Kartding? Ja. Da mache ich dann hier meine ganzen Karten rein. Ja. Das ist auch, sieht auch sehr geil aus. Danke, mein Bruder. Das, ich bin wirklich... Zeig mal bitte dein aktuelles Portemonnaie. Ja. Oder mein aktuelles Portemonnaie. Dein ich Oschi. Weiß gar nicht, warum das so gefrontet wurde. Mann, Digga, weil du aussiehst wie ein alter Mathelehrer, der Leute bei seinen beim Elternabend anspuckt. Digga, das hat mir Nina mir geschenkt. Ja, Melle, aber das war oldschool. Das ist cool, das aber mittlerweile ist... Das ist aber wirklich schon 3-4 Jahre her, ne, dass ich dir oder 5. Das Front ist jetzt dein eigenes Geschenk. Nein, ich bin schön, aber da muss mein Foto wieder rein. Ja. Also wie gesagt, ne, bevor Leute denken, ich habe voll das Arschgeschenk, ich bezahle halt komplett dieses Kameramann-Team für dieses Jochen Schweizer-Ding. Ne? Das ist halt eigentlich mein Main-Geschenk. Dann habe ich letztens eine Insta-Story gesehen, wo ihr euch gestritten habt. Und damit es weniger Streit gibt. Oh Gott, kein Pokal. Ja. Aber Rohr hat mal voll die Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, also er hat es ernst. Brotkasten! Ein Brot wegen diesem Herzchen, ja, schlau! Ja, weil ihr euch streitet, so, ob im Kühlschrank oder nicht? Kühlschrank, jetzt check ich's. Das Brot kommt in den Brotkasten. Das Brot kommt in den Brotkasten. Hä, das ist geil, das ist geil. Ey. Das ist wirklich gut. Dann haben wir, ehrlich, wir haben jetzt eine Lösung dafür. Ja. Also, der ist. Das ist ernst, ein Brotkasten. Der sieht, der sieht, weißt du, da gibt es auch keinen Streit, ja, und so. Weißt? Der sieht aber den aus. Kann man ja auch im Kühlschrank stellen. Ja, oder? Dann stellen wir den in den Kühlschrank. Theoretisch? Nein, das ist viel zu groß auch dafür. Schlau im Schlau. Und hier, ein Pyjama. Nee. Nein. Boah. Ja, echt cool. Das ist wirklich geil. Guckt euch das an. Ich liebe Pyjamas. Digga, also was war... Ganz kurz. Ich schwöre, der ist so geil. Ich merke das jetzt schon. Dann hast du schon siebenmal. Ich muss dazwischen. Das nicht. Sidney, das ist ein V-Ausschnitt. Alter. Ein V-Ausschnitt. Ich werde den rocken. Yeah. Das ist für mich als Gag. Ja, also zu dem anderen. Was dann habe ich auf jeden Fall einmal Duschgel. Zeichen. Ein Zeichen, dass es stinkt, oder was? Den Badeschaum, weil ich den so toll finde, habe ich den nochmal geholt. Also hast du dir selber geschenkt? Nee, für dich. Für mich? Also für uns. Ja, okay, so, gut, hier. Dann, was ist das? Das ist richtig schönes Peeling für die Haut. Das ist Peeling? Körperpeeling? Gesichtspeeling. Ja, auch gut. Gesichtspeeling. Was ist das? Duftkerze. Duftkerze, das ist ein Geschenk für dich selbst. Sie hat sich selber Geschenke gemacht. Eine Mini-Duftkerze. Oha, nach Vanille. Hier ist noch eine Duftkerze. Noch eine Duftkerze für mich, tatsächlich. Lustig, für mich, oder? Wenn du Weihnachten auch mal selber beschenkt. Also zwei Duftkerzen, ein Duschgel, okay. Dann haben wir Augenpads, stark, Augenpads. Und was haben wir hier? Was ist da drin? Ein Kleid? Ich habe keine Pantoffel. Nee, ich mag die nicht. Ja, lieber barfuß. Nee. Oh mein Gott, die Farbe ist brutal. Ich schwör. Oh mein Gott, die Kombi ist krass. Die Kombi ist crazy. Mit einem Minecraft-T-Shirt. Crazy. Die Kombi ist crazy. Ey, das kommt sogar gut. Das kommt richtig das gut. Das kommt geil. Ne? Und guck mal jetzt aber die Hosenfarbe noch dazu. Das die kommt super. Gesehen. Digga, das ist ein crazy Fit. Und dann noch die Hook Crocs. Jetzt müsst ihr alle eure Hosen anziehen. Boah, aber das ist wirklich. Die ist ich sag, auch das geil. Ist die geilste Farbe. Die ist wirklich wunderschön. Ja. Auch wieder elastischer Hosenbund. So cool. Hosentaschen. Das ist auch immer wichtig, dass die Hosentaschen haben. Ja. Weil dann kannst du direkt sagen, manche Pyjamas haben keine Taschen und die sind verwirrt as fuck. Guck mal hier, Chat W, oder Chat? Aber ich habe noch was für Koray und Musti. Musti, du kannst Koray, Musti. Musst euch teilen, ne? Musti. Für beide. Musti, du kannst einen Durek.
Ja? Das ist jetzt für Musti und Koray. Das ist sehr schön. Das ist sogar gut zum Teil. Ja, das ist wirklich gut. Ist viel zu Hause. Ich bin ein guter Kameramann. Er denkt, es ist Geld oder so. Musti ist Geld, hä? Gut schon. Einmal Sharks, hä? Sehr gut. Ey, das ist wirklich gut zu teilen. Gut zu teilen. Super. Dusche. Ja. Hat echt gut zu teilen. Autoduft, oder? Autoduft, Jungs. Ist Autoduft? Ey, die Karte für den Werkstatt. Aber wenn wir das machen, oder? Das könnte alles in Dusche. Okay. Führerschein ist auch weg, wegen Alkohol am Steuer, ne? Für Autoparfüm, das kann man so aufhängen. Maybe, gib mir. Oder maybe, weil wir zusammen in die Fahrschule haben, Bruder. Diese Maybe. Ja, ehrlich, ich geh's gleich in die Fahrschule. Maybe mir geben. Ey, ich schwöre, das ist gut. Das können die gut teilen. Ja. Ich sag ehrlich, das kann auch das erste Mal gemeinsam duschen sein. Ja, ehrlich. Das wir haben eine große Badewanne. Egal, können wir machen. Es kommt eh krass. Geht sich her aus. Geht sich aus. Bruder, muss die. Ich hab auch noch was für euch beide. Ist das der Anruf gewesen? Ja, super. Ich weiß nicht, ob ihr so viel. Ihr könnt ja nicht so gut kochen, ne, glaube ich. Könnt ihr kochen? Ich kann Kartoffelpüree und so. Kartoffel, aber ihr isst gut gerne Sucuk? Ja. Sehr gerne. Okay. Nein, ist es Eldon, das, was ich denke? Eldon ist ja eigentlich nicht hier. Das ist ehrlich, big. Aber Eldon hat gesagt, dass ich es euch geben soll. Mhm. Eldon, und dann könnt ihr euch das haben. Ihr bekommt. Ja. Nein, ich meine, weil Eldon. Ihr bekommt einen Tefal Optikgrill. Musst du bitte sagen, was ich vor 5 Tagen oder so gesagt habe? Hat er wirklich gesagt? Ich schwöre auf alles, unser Sucuk-Grill ist scheiße, weil er macht keinen guten Sucuk-Toast. Der ist brutal, also ohne Witz, der ist richtig gut, ne? Yes. Der macht alles, Fleisch. Oder da kannst du Fleisch. Damit ist der ist wirklich sehr gut. Das musst du das machen. Lass es lieber Koray. Lass es lieber Koray machen. Stark. Also ihr könnt da so also Sucuk-Toast-mäßig ist schon geil. Yeah, Fleisch. Gib es mir. Danke, Abidjan. Danke. Musti, viel Spaß mit dem Sucuk-Toast. Danke, ich schwöre. Ich habe. Aber der ist wirklich gut. So einen lockeren Adana da drauf. Also kann ich nur Sucuk machen, wenn sie Türken sind. Genau da. Was? Wie zieht man das denn auf? Das macht Sidney. Gib ihn. Haare sind wavy. Crazy! Oh shit, we got me here! Hast du vorne Schleife oder hinten, Bro? Mach ihn seitlich. Nee, mach ernst! Musti, der weiß jetzt zum ersten Mal, wie es ist, ein Lightskin zu sein. Einer von uns jetzt. Bruder, was ist das hier für eine Position? Guck mal, hey, yo! Ey, yo! Weißes Handy, hol mal mein weißes. Haare sind wavy! Na, Digga, komm schon mit Zeit. Oh shit, man! Aber hat er es mir richtig gemacht? Yes, gib mir das. Warte. Yes, crazy. Oh, motherfucker, Land. Yeah. Mit Zunge, komm schon. Witz hier für die Cam, Bro. Du willst Lights, Bruder, ich mach hier keine Zunge. Oh. Doch. Du musst dich damit identifizieren. Was? Ey, bisschen. Ich sehe schon diese Selfie. Mach mal ein bisschen Wavy Time. Ja. Yes. Ich reib mal deine Hände. Mach halt Hände. Nein, ich mach sowas nicht. Doch. Treat me like Whitey. Ja. Achtung, wir haben einen neuen Lightskin in der Gruppe. Was geht denn ab hier? Reib deine Hände. Komm schon, Bro. Einmal für die Cam. Yeah! Let's get in it, fam. Die sind so dumm. Why? Sieht echt gut aus. Ey, weißt du, was ich dazu sag, Quad? Ist auch schwarz. Du ziehst eher schwarz an als blau, ne? Ja. Also du, das ist das gleiche Shirt, deswegen. Auch du kommst gut mit Pyjama. Stark, Junge. Die passt gut, oder? Ja. Ey, du siehst wirklich knackig aus. Auch. Das sieht wirklich knackig. Ist nicht krass gemütlich? Ey, das mit normalen Schuhen, man denkt, da ist ein Ding. Ist nicht krass gemütlich? Ich fühle mich ein bisschen wie Breitenberg, also ja. Ernst, das ist eine Breitenberg-Hose, Digga. Outfit all in all. Zero. Ey, jetzt mal ehrlich, dieses krass gemütlich, die Hose, ne? Aber zieh eine Unterhose drunter. Nein. Ich finde das richtig krass. Dass nein, hast Himmel du einfach Mann, ich habe Erfahrung. Mann, recht, ja, was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Eine Unterhose anziehen, hä? Was soll ich machen? Ja. Ja.